So, ahoi meine Lieben, Sitcast hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange 2 Episode 1. Ja, wir haben uns hier das Zimmer letzte Folge angeguckt und Brody hat uns hier echt wirklich weitergeholfen. Yeah, so, gucken wir uns mal den Rest von unserem Apartment an. Wir haben hier eine Karte. I miss GPS already. But at least we're progressing south. Eugene, Portland, Seattle, Astoria, Cannon Beach, Arcadia Bay, Licht, Lighthouse. Da sind wir vorbeigefahren. Wood, Best, Clam, Chowder. Three Seals Motel. Da sind wir jetzt. Newport. Leuchtturm von Arcadia Bay. Der steht wohl noch. Frank's Smokehouse. Ein Rauchhaus. Na gut, das sind so die Karten, die so überall da rumhängen. So, hier haben wir die Motelregeln. Schauen wir da mal rein. No worries. We don't have to build a fire tonight. So, was haben wir denn? Minderjährige müssen von Erwachsenen begleitet werden. Kein Rauchen, kein Lärm oder lauter Musik, kein Kochen, kein offenes Feuer. Frühstück von 7 bis 10, Checkout bis 11. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, ja, so ist das nun mal. So, dann können wir hier mal den Lichtschalter einschalten. Und dann gehen wir erstmal ins Bad. Mit Spiegel, die sich spiegeln. Hervorragend. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Toilettenartikel. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Ja, alter Dreck schützt vor neuem Dreck, ist leider nicht immer so. Damn. That fucking redneck hit me hard. Turn the other cheek, they said. Ja, stimmt, da war was. Ihr habt euch ein bisschen geprügelt. So, naja, da geht's schon mal einen Ticken besser. So, hier ein bisschen Stroh. So, was haben wir hier? Hier legen wir erstmal die Handtücher hin. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Jawohl, yeah, genau so. Time to be a kid again. Na dann los. Fill her up. Yuck, Sean. It's a condom in my bag. Gross. Hey, don't touch that. Das kann man schon mal gebrauchen. Ich soll ihn jetzt ins Bad schicken, aber ich wollte doch erstmal ins Bad. Run, run! He'll ditch you! Badewanne. Ansehen. Bet he won't hate taking a bath after this. He needs that heat. Ah, Seife hinzufügen, genau. Daniel will love this. Genau, und jetzt schön aufschäumen. Naja, so richtig aufgeschäumt hat es nicht. One bubble bath coming up. Ah, jetzt kommt es langsam. Sehr gut. Yeah, right. So, können wir sonst hier noch was machen? Da ist ein Föhn, Lampe. No, go the other way. Badewanne? Ah. Hey Daniel, bath's ready. What? Already? Can I finish this episode first? No, man. You smell so bad. There's no time to lose. Hey, you smell too. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Ladendes Handy. Ja, sollen wir das wirklich wegschmeißen? Dann haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr. Time to say goodbye to modern life. Schreib dir wenigstens noch wichtige Telefonnummern auf. Schmeiß es doch nicht einfach so weg.
Lila. Shit. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Oh. Ich hab doch gesagt, mach das morgen früh. Mann. Ich meine, irgendwann wird man dich da sehen oder was auch immer. Also von daher, du kannst kurz bevor du den Ort verlässt, kannst du ja durchaus eine Spur da lassen, dass du dort warst. Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, weil man wird dich finden. Aber jetzt anrufen und dann die Nacht da pennen, das gibt doch morgen früh Ärger. Los, komm. Wir rufen sie an. Sean? Hey, Lila. Sean, is that you? Do you... Sean! Oh God, are you okay? I guess. I'm in a motel. With Daniel. Shit! Everyone's looking for you here. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel... Bullshit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. Ist das jetzt ein Abschiedsgespräch? Aber nein, du kannst doch mit ihr trotzdem in Kontakt bleiben. Du kannst ihr doch sagen, hör zu, wir tauchen jetzt erstmal hier ein bisschen ab, ein, zwei Monate... Und meine Güte, gibt so viele Möglichkeiten, mit ihr trotzdem in Kontakt zu bleiben. Mann, ey. Das ist doch scheiße. Ich will ja noch eine dritte Auswahlmöglichkeit haben. So, hey, melde mich später. Nee, komm hier. I'm sorry. I totally hate this. I guess... The freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So, where are you going? Das solltest du jetzt nicht sagen. We're just going away for now. I'll call you if I get a chance. Das ist der richtige Satz. Sean, wait. Ja, das gehört zum Spiel, aber das hätte man cleverer anstellen können. Fuck. Okay. Wait. Okay, okay. And action. Butt in here right now. What? What did I do? You forgot to open this present. What is this? Socks? Underwear? That's it? Yeah. Pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Not funny. Yeah, it is. Dude, check out your face. Wait, what? Look, there's another one here. What is it? Daniel, let me help. Looks bigger than underwear. No way! Can't believe it! The new Playbots? Thank you, Santa! Hey, don't look at me. You were a good boy this year. Yeah. Lucky boy. Daniel, this is for the whole family too, right? So you gotta share with me. I wanna play that game where you steal cars and go on high-speed pursuit. Dad! You totally suck at games. Oh yeah, track star? I was the dodgeball champ of my high school. So duck! Ow! No fair!
You guys, don't crush the playbots. Hey, let's set it up. Ja, schmeißen wir es jetzt besser weg oder wollen wir uns das noch länger angucken? Okay. Aber du musst das Handy nicht wegschmeißen. Das reicht doch mit der scheiß Karte, oder nicht? Merry Christmas, kids. Ach, scheiße, ey. Wo ist weg? Ach, Mann. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel... come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Das wird doch wieder nichts. What's the big deal? Und jetzt kommt wohin, oder? Okay, der Automat war da vorne. Ich weiß nicht, war das eine gute Idee, da nochmal zu telefonieren? Aber das Handy war ja eh an. Ja, los, komm, eine Limo kaufen. Für $2, Alter. Los. Oh, fuck. Oh my god. Daniel, what's happening? Daniel, calm down. You lied. Dad. Your dad is dead. Why? Ja, Fernseh gucken, na klar. Ach, scheiße. Ja. Ja. Ich hatte Angst. I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you. Not my brother. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Hey, don't touch me! Daniel, please! Oh. Shh. It's okay. Könnt ihr jetzt böse sein und sagen, zum Glück riecht er noch streng. I want that. Me too. Told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay.
Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together. Fortgesetzt. Episode 1. Straßen. Jonathan Morali. Ja, der war schon beim ersten Life is Strange für die Musik verantwortlich. Ja, so, naja, immerhin, ich hatte schon die Befürchtung, wir müssen uns mit dem, ja, wie soll ich sagen, dem Geheimnis, dass der Vater da gestorben ist, das ganze Spiel rumschlagen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das hier einordnen soll. Musik ist wieder mal toll.
Ich mag diesen Grafikstil. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen werde. Kommen wir zur Story. Gut, klar, die Story beginnt. Eine relativ normale Familie. Ja, die Jungs haben, oder alle drei in der Familie haben wirklich typische Probleme. Der Vater muss Geld verdienen und für seine Jungs da sein. Sean, ja, hat halt die Sorgen eines 16-jährigen Jungen. Und Danny die eines 9-jährigen. Bisschen Ärger mit den Nachbarn. Na gut, also dass es dann erstmal einmal komplett aus den Rudern laufen muss, ist klar. Das würde das ganze Spiel keinen Sinn machen. Ja, das Gewandere danach. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist in diesem Teil schwieriger, so in die Story und in die Charaktere reinzukommen. Sicherlich auch ein Problem, dass dadurch, dass man nur die ganze Zeit wandert, von einem Ort zum nächsten, dass es halt kaum wiederkehrende Charaktere gibt. Also ich denke, den Brody werden wir nochmal wieder sehen oder hören. Gut, jetzt haben wir mit Lila nochmal telefoniert. Aber die ganzen anderen Charaktere, sie waren halt kurz da, also die Familie, die wir da getroffen haben. Ich meine, so viele waren es jetzt nicht, aber die Familie haben wir getroffen, die Tankstelleninhaber haben wir getroffen und die sind auch gleich wieder weg. Ja, und du hast gar nicht so richtig die Möglichkeit, dir über die Leute dann Gedanken zu machen oder sie irgendwie einzuschätzen oder wie auch immer. Ich finde, das macht es schwieriger, in die ganze Geschichte, in die Charaktere irgendwie reinzukommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mich in Brody dann bis jetzt geirrt habe. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, dass die beiden Brüder, ja, die beiden Brüder werden jetzt, denke ich, wie ich es schon sagte, zusammenrücken. Wie das immer so ist, wenn einer die Reihen verlässt, müssen die anderen zusammenrücken. Von daher bin ich schon sehr gespannt, wie es denn dann in Episode 2 weitergehen wird. Letztendlich, ja, das ist wiederum auch ein Vorteil dieser Roadtrip-Konzeption. Wir können hier zig verschiedene Szenarien erleben. Also von der Vielseitigkeit her wird es sicherlich die anderen Life is Strange schlagen können. Ich hoffe, dass die beiden Jungs irgendwie, ich weiß nicht, das wirkte halt in diesem Teil alles so ein bisschen, ja, wir müssen in die Story reinkommen, da müssen Dinge passieren. Gefühlt bin ich im Moment nur bei einer 2+, so. Also da ist noch Luft nach oben. So, naja, dann haben wir jetzt eben jetzt auch mal alle Musik hier durchgehört. Ich denke, ich werde es für mich auf einem anderen Speicherstand nochmal mit anderen Entscheidungen spielen. Das werde ich aber für mich tun. Vor allem werde ich da mal angeben, dass Arcadia Bay überlebt hat. Auf die Szene bin ich sicherlich auch sehr gespannt. Wie ist das dann nachts an dem Parkplatz, wenn Arcadia Bay noch da ist? Man kann auch dann an der Tankstelle mal so richtig schön badass alles klauen. Macht ja eh keinen Unterschied. Schauen wir mal. Oh, Produktionsbabys. Meine Güte, 15 Stück. Und nicht eins davon heißt Sidcast. Naja, ist nicht so ein bekannter Name. Lee Singleton. Das ist Singleton? Das ist doch der mit dem Whisky, oder nicht? Es ist auch wieder mal beeindruckend, wie viele Leute an diesem Spiel hier mitarbeiten, ja.
So, wie viele Folgen hatten wir jetzt? Ich weiß gar nicht. 8, 9? Vielleicht 10 mal 20 Minuten. Also irgendwo 3-4 Stunden Spielzeit. Naja. Aber die anderen waren auch nicht viel länger, oder? Also es lebt natürlich viel davon, dass man rumgucken kann. Ich finde, das ist auch ein bisschen weniger geworden, dass man sich so in der Gegend umschauen kann. Ich meine, ich erinnere mich da noch bei Life is Strange, war das 1? Ja, da hatten wir doch das immer mit diesem verlorenen Laptop und den Katzenbildern. Und der war ja dann geklaut und am Ende kam er irgendwie doch zurück oder so. Das ist ein bisschen so eine Side-Story, wo man sich so freut, hey, ich habe wieder ein kleines Puzzlestück dazu gefunden. Sicherlich interessant auch, ob denn dann Entscheidungen, die wir hier fällen, am Ende wirklich auch ein anderes Ende bedeuten. Oder ob es dann doch wieder nur der Schein einer freien Entscheidung ist. Obwohl das eigentlich bei diesen Spielen nicht so wichtig ist, weil das ist ähnlich wie Star Wars. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und nicht eine Dokumentation, ne? Von daher, also wir sind reingekommen in die Geschichte, es wird ein Roadtrip, aber da fehlt noch ein bisschen das Salz in der Suppe. So, West Digital Sales, oh Mann. Da finde ich bald, sind das nicht ein bisschen viele Leute, die alle jetzt davon bezahlt werden müssen? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe mir jedenfalls bei Steam gleich die komplette Serie hier vorbestellt. Wie viele Teile sind das? 5, glaube ich, ne? Die erste und dann 2 bis 5. Kannst du zur Not auch separat kaufen. So, nun bin ich auch schlecht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt weitergeht. Ja, das werde ich gleich mal noch googeln. Und was jetzt mich vor viel größere Probleme stellt, ist, was mache ich jetzt als nächstes Let's Play Projekt? Ich glaube, ich habe noch das Fan-Projekt von Day of the Tentacle auf der Platte. Das könnte ich sicherlich noch durchzocken, aber wie ich gehört habe, und ich habe da auch noch kein Let's Play und nichts spoilermäßig gesehen, ist auch jetzt nicht unbedingt eine 148er Serie wie Deponia, obwohl das auch 4 Teile waren. Na, lassen wir uns überraschen. Hier freue ich mich jedenfalls auf die nächste Episode und was ich mich auch sehr freue, ich kann jetzt endlich auch diese Episode bei YouTube-Kanälen, denen ich folge, gucken, wie die es gespielt haben. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst. Aber wir werden es sehen. Oh, Square Enix West Digital Platform. Alter! Haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt 10 Minuten Abspann, oder? Aber warte mal, es kommt ja dann noch ein kleiner Teaser auf Episode 2, oder? Und dann können wir ja gleich noch gucken, wie unsere Entscheidungen alle waren, ne? Und wie wir uns im Verhältnis zu den weltweiten Spielern entschieden haben. Also ich hoffe, das kommt jetzt noch, wie das auch in den anderen Teilen immer der Fall war. Und natürlich für mich noch die hier verwendete Musik alles nochmal in Ruhe aussuchen, nochmal durchhören, vielleicht auch das ein oder andere Album dann dazu kaufen. Da kann ich nur sagen, habe ich bei Life is Strange, also bei den bisherigen Teilen, wirklich viel Musik kennengelernt, die ich ohne dieses Spiel wahrscheinlich nie in die Ohren bekommen hätte. Und vieles davon sind wirklich hervorragende Künstler. Also ich kann es euch nur empfehlen. Guckt in die Playlists rein, holt euch die Soundtracks. Vieles kann man sich auch
was weiß ich, Spotify, YouTube, wo auch immer, mal vorher anhören. Aber da sind einige dabei, die ich immer noch rauf und runter höre. Kann's euch nur empfehlen und nahelegen. So, und jetzt kann wirklich langsam hier mal der Abspann durch sein. Weiß gar nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Valentina Molika, Thomas Gillmann, Clara Bausen. Oh, okay. User Usage and Player Usage. Unreal Engine 4. Thanks for playing. Gerne. Auf jeden Fall gerne. Der Beginn eines weiten Weges. Ach du Jemini. So, was haben wir denn hier? Gucken wir uns die Entscheidung mal an. Du hast den Choco Crisp Daniel gegeben. Nur 20% haben ihren kleinen Bruder das Ding gegeben. Die meisten haben den selber gegessen. Schämt euch. Du hast Esteban die Wahrheit gesagt. Ja, komm, der ist cool. Echt, ey. Also so einen coolen Vater, den findest du wahrscheinlich wirklich nur in Videospielen, oder? Du hast Esteban umarmt. Da habe ich auch die 11% haben es nicht gemacht. Du hast kein Geld aus dem Glas genommen. 71%. Na Gott sei Dank. Du hast Daniel in Frage gestellt. Die meisten haben Brad konfrontiert. Mhm. Ja, hatte ich ja in der Folge gesagt. Das ist ja Halloween. Deswegen kannst du aber den Nachbarn nicht mit Kunstblut beschmattern. Du hast auf dem Parkplatz gestohlen. Ach so, ja, den Choco Crispy. Hälfte, Hälfte ungefähr. Du hast selbst um Essen gebettelt. Okay, wir hätten Daniel schicken können oder es nicht tun. Die meisten haben nicht gebettelt. Oh, ich dachte, es ist ein Versuch wert. Du hast in der Tankstelle nichts gestohlen. Na Gott sei Dank, immerhin 2/3. Du hast Henk geschlagen? Nee, warte mal, du bist mit Daniel weggelaufen und du hast... Ja, ich wollte sie erst klauen und hätte der Typ, wäre er bewusstlos gewesen, hätte ich es auch mitgemacht. Aber so, weil er wach war, habe ich Schiss gekriegt. Ja, muss ich ehrlich sagen. Du hast Leila zurückgerufen, das haben auch die meisten gemacht, fast 2/3. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst. Und 8% haben gesagt, wir würden es versuchen. Nein, tu es oder lass es, aber hör auf, es zu versuchen, ne? Okay, und jetzt geht's zu Daniel. Daniel hat was über Wegmarkierung gelernt. 98%, jo. Daniel ist im Wald nicht hingefallen. Er hätte doch hinfallen können, wo denn? Daniel hat im Wald eine Festung, nee. Hat Holz fürs Feuer gesammelt. Etwas weniger als die Hälfte. Daniel hat das Wettrennen im Holzsammeln gewonnen. 1/3. Die meisten haben sich gar nicht erst auf ein Wettrennen eingelassen. 10% haben es
selber gewonnen. Guck an. Nicht schlecht. Danny hat gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Knapp unter die Hälfte. Danny ist nicht wütend geworden. Danny war im Wald wütend auf dich. Okay. Danny hatte eine erträgliche Nacht. 5%. Danny ist von den Bären schlecht geworden. Deine Geschichten haben Danny Albträume bereitet. Ach du Jemini, was man hätte alles machen können. Danny musste um Essen betteln. Nein, Danny musste nicht betteln. Das hatten wir doch gerade. Danny hat Doris nicht abgelenkt. Nein, ich wollte nicht klauen. Ich wollte das ehrlich bezahlen. Und wir hatten kostenloses Wasser aus dem Klo. Also nicht aus der Kloschüssel, aus dem Toilettenraum, aus dem Wasserhahn. Und das Brot hatten wir ja bezahlt. Danny hat nicht genug gegessen. Ja, das war leider so. Danny hat kein Powerbear-Spielzeug bekommen. Ach so? Auch die allermeisten. Daniel hat nichts gestohlen. Wir hätten von Brody auch noch was stehlen können? Nein. Okay, fortfahren. Alright. Come on, man. Focus. Okay. Trust me. You can do it. Ja, da sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Der kleine Junge wird ein Jedi oder was? Nächste Folge finden wir noch ein Lichtschwert oder wie? Na gut, also Life is Strange, ja, jetzt sollte mal wieder ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten kommen. Das kommt sicherlich beim Roadtrip noch dazu, dass der Junge lernen muss, damit umzugehen. Er kann nicht immer alle explodieren und zerstören lassen. So, da sind wir wieder bei 2 bis 5 im Bundle kaufen. Ja, das habe ich schon getan. Das machen wir, also von daher es wird interessant werden. So, damit ist also dieses Let's Play jetzt erstmal pausiert, bis Episode 2 dann endlich auch zu haben ist. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier die Reise mit mir angefangen habt und hoffentlich auch weitermacht. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.